Spreche ich mit Hans-Herbert Maulwurf, bitte? Ich habe gefragt, wer da ist, verdammt. Ich melde mich bitte von Online-Handelsplattform sextrade.com. Mein Name ist Emma Henkel. Henkel, das ist klasse. Es geht bitte um Bitcoin, um Online-Handel. Warum sagen Sie dauernd bitte? Es geht bitte um Bitcoin, um Online-Handel. Das hat sich schon wieder gezeigt. Ja, ich führe eine Strichliste jetzt. Bei 10 trinke ich einen kurzen. Ja? Haben Sie schon mal Erfahrung bitte in diese Richtung? Haben Sie zum Beispiel mit Bitcoin gehandelt oder mit Aktien? Ah ja, nee, noch nie. Noch überhaupt nicht gemacht. Okay. Sie können bitte bei uns mit verschiedenen Handelsinstrumenten handeln, bitte. Gibt's bei Ihnen auch jemanden, der richtig Deutsch sprechen kann? Sie erzählen einen Haufen Quatsch da. Sie verstehen mich bestimmt, ja? Was? Herr Maulwurf, womit konnte... Hallo, was war das? Hallo? Haben Sie da diverse Hühner bei sich vorrätig? Kurz Moment, bitte. Hallo? Guten Tag, wer ist denn da? Ich bin Oliver Zimmermann, bitte. Von ja, natürlich, Oliver Zimmermann. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, bitte. Was? Also, Sie sind bei uns registriert als Kunde. Ja, wissen Sie das, worum es geht, bestimmt. Nein, ich habe kein Wort verstanden, was die Frau gesagt hat. Die spricht so schlecht Deutsch. Also, Sie, glauben Sie mir, ich kann Deutsch, besser als fast alle. Aber jetzt lassen Sie mich alles erklären, bitte ganz kurz. Es geht bitte um Ihre Anmeldung bei uns. Sie haben ein Konto eröffnet auf dem Finanzmarkt, ja? Sie können bei uns mit verschiedenen Werkzeugen handeln. Es geht um Bitcoin, Aktien, Rohstoffe. Ich könnte eine neue Axt brauchen. Wir wollen demnächst wieder diese Kirche in England überfallen. Also, es geht um Bitcoin. Wissen Sie, was Bitcoin bedeutet? Ja, was Bitcoin ist? Ja, natürlich. Wissen Sie auch, was Aktien ist? Da sind also von Facebook, Google, Amazon und so weiter, ja? Herr Zimmermann, wo haben Sie denn Deutsch gelernt? Aha, in Deutschland. Ja, das glaube ich nicht. Naja, Sie können das nicht glauben, aber das ist wahr. Von wo rufen Sie denn an, sagen Sie mal? Also, von England, bitte. Von England? Ich wohne jetzt gerade in England. Wo denn? Also, was spielt das für eine Rolle, bitte? Nee, ich will ja wissen, mit wem ich Geschäfte mache. Also, eine Telefonnummer sagt ja nichts aus über eine Firma, ne? Ah ja, klar, deshalb bitte, Sie sollen die Fragen stellen, bitte, und ich werde ja, das gerne beantworten. Grade. Ich habe gefragt, wo die Firma ist. Ja, unsere Firma ist in England, bitte, von England. Ja, England ist groß, du Fischkorb. Ich habe gefragt, London. Wo deine Firma ist. Bitte, ich habe, bitte lassen Sie mich, ich habe Sie nicht beleidigt, ja? Doch, mit dem Anruf. Was mit dem Anruf, bitte? Ich habe Sie nicht beleidigt und Sie beleidigen mich. Ja, hier rufen zwei Leute an, die so tun, als ob sie Deutsche wären, deutsche Namen nennen und kein Wort, keinen geraden Satz sprechen können. Das ist eine Beleidigung. Man fängt doch nicht das Gespräch mit potenziellen Kunden an, indem man sie anruft. Woher kommen Sie, wenn ich fragen darf? Ich komme aus Frankfurt. Das ist einfach so. Wo bitte? Ich habe nicht verstanden. Ja, der Deutsche kennt Frankfurt nicht, ne? Ach so, Frankfurt. Ich habe Akkus nicht verstanden. Deshalb Klar. Und wie ist das Wetter in London? Ist gut, eigentlich. Ja, klasse, das freut mich ganz besonders. Ja, aber das ist nicht geschäftliches Gespräch jetzt. Natürlich. Und ich möchte ihn einfach fragen. Kundenfreundlichkeit gehört mit zum Gespräch, oder nicht? Ja, aber das ist nicht geschäftliches Gespräch jetzt. Ja, also natürlich. Ich melde mich, weil also Sie Registrierung gemacht haben und ich denke, dass Sie möchten das machen, auf dem Finanzmarkt handeln und Geld verdienen. Genau. Deshalb sind wir hier, damit wir Ihnen helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren und weiter handeln anfangen. Ja, wie viel kann man denn verdienen bei euch in England? Also, es geht nicht um England oder um Deutschland, bitte. Es geht bitte um Firma. Und bei uns, wenn Sie handeln anfangen mit minimalem Einstiegskapital, mit 250 Euro, hängt von Ihnen ab, wie viel Sie verdienen, ja? Welche Positionen Sie öffnen, wie gut Sie das machen. Wie aber heißt denn die Firma eigentlich, sag mal? Sextraders.com. Sextrader? Sextraders.
Punkt.com. Ist ich kann das buchstabieren, ist das überhaupt kein aus der Erotikbranche oder was? Nein, ich meine nicht Sex, sondern Sex. Jetzt hast du es schon wieder gesagt. Sex. Ja, nicht Sex. S am Anfang. Nein, nicht S am Anfang, sondern C wie Cäsar. Ach, ja, sag das doch gleich, das kann man auch voll missverstehen. Entschuldigung. Ja, kein Thema. Also, mit 250 Euro, wenn Sie anfangen, bitte, bekommen Sie von unserer Seite auch volle Unterstützung. Das heißt, Sie bekommen ganz wichtige Informationen über den Finanzmarkt. Ja, ja, das welche heißt, denn zum Beispiel? Welche denn zum Beispiel? Also, was passiert morgen oder übermorgen, unsere Schätzungen? Also, zum Beispiel, wird Kryptowährungen, also, wir machen fundamentale Analyse auf dem Finanzmarkt, ja, jede stündliche, monatliche, wöchentliche Analyse auf dem Finanzmarkt. Einmal in der Stunde, jeden Monat? Alter, das ist heftig. Nein. Einmal pro Stunde und am Tag, das ist 24 Mal. Danke, soweit kann ich gerade noch rechnen. Ey, willst du auch einen Rum trinken mit mir? Ach so, Sie sind am Trinken gerade. Nee, ich habe noch nicht mal richtig angefangen, mein Freund. Ach so, Sie fangen gerade an damit. Ich fange gerade an. Ach so, das ist ja gut. Ja. Ich darf leider beim Arbeit trinken. Ja, nimm einfach Wodka und füll den in eine Sprudelflasche. Da kommt kein Mensch drauf. Das habe ich früher auch immer gemacht. Dann riecht man das. Es tragen doch heute alle Masken. Es tragen doch alle Masken, das riecht doch keiner. Heute? Warum tragen alle Masken? Ja, da gibt's so ein Ding, das nennt sich Pandemie seit 2 Jahren, falls ich es übersehen habe. Ach so, das meinen Sie. Ja, das stimmt, aber trotzdem, Wodka stinkt. Nein, der riecht gut. Der riecht nach mütterlichem Russland. Russland, also ja, aber ich mag Wodka nicht. Es ist für mich besser, ein bisschen Whisky oder sowas. Ja, Whisky ist auch ganz... Ey, Hauptsache Umdrehung, sag ich immer, ne? Genau. So, jetzt, wenn ich fragen darf, bitte, kommen wir zum Geschäft jetzt oder soll ich einen Termin für Sie einbauen? Ja, einfach nächste Montag oder wenn Sie... Ach, wolltest du herkommen oder was? Nein, ich meine, wann soll ich anrufen? Jetzt glaube ich... Wir reden doch jetzt gerade. Das genau, aber wir kommen also mit diesem Gespräch nicht ins Geschäft. Ja, natürlich. Du musst mir nur mal sagen, was du anzubieten hast, Alter. Ja, ist einfach so. Genau, ich habe angefangen darüber zu reden und sie haben mich zum Trinken eingeladen. Ja, natürlich, so, weil es hat was mit Freundlichkeit zu tun, verstehst du das nicht? Das verstehe ich genau, aber wenn also ich arbeite hier, ja, und meine Zeit kostet auch Geld. Ja, aber ich bin Pirat, Alter, wir laden immer Leute zum Trinken ein. Ja, das ist doch gut. Das ist einfach Freundlichkeit und das ist ja gut. Das finde ich auch sehr nett von Ihnen. Das ist einfach so. Wie viel kann man denn verdienen bei euch, sag doch mal. Also, hängt ab, welche Positionen Sie öffnen. Zum Beispiel, wenn Sie das ein Beispiel kleines, vor ein paar Monaten gemacht hätten, dann hat Bitcoin gekostet unter 50.000 Euro. Und jetzt, das kostet fast 60.000, ja? Ja, aber so viel Geld habe ich doch gar nicht. Ja, aber Sie fangen mit minimalem Einstiegskapital. Und können Sie vorstellen, also das ist fast, ungefähr 10.000 ist das aufgestiegen, ja? Von diesem Beispiel können wir mal ausmachen, dass Sie mit 250 Euro hätten schon ungefähr in ein paar Tagen, in ein paar Wochen 100 Euro profitiert. Ungefähr. Ja, das ist doch gut. Aber... Ja, das ist doch gut. Also von 250 Euro direkt zum 350 Euro kommen, das ist super. Ja, natürlich. So, jetzt, wenn ich frage, da sagt doch keiner Nein dazu, wenn er ein bisschen mehr Geld kriegen kann, oder? Ja. Ich meine, da wäre man ja ziemlich blöde, wenn man da Nein zusagt. Ja, und damit Sie auch mehr Flexibilität auf dem Finanzmarkt haben, bitte, wenn Sie 250 Euro investieren, bekommen Sie von unserer Seite auch 250 Euro drauf. Das heißt, insgesamt... Insgesamt bekommen Sie 500 Euro auf Ihr Handelskonto, ja? Kann ich mir das dann auszahlen lassen gleich? Also,
Sie sollen danach Handel anfangen. Das ist Bonus von unserer Seite. Und wenn Sie zum Beispiel 250 Euro investieren und bekommen Sie dieses Bonus und direkt auszahlen lassen, das bringt uns nichts, ja? Sie sollen zuerst Handel anfangen und wenn Sie schon also potenziell Profit erreicht haben, sagen wir mal so, ca. 1000 Euro, ja? Dann können Sie dieses Geld auszahlen lassen und davon, das ist also unser Profit auch, wenn Sie Geld auszahlen. Also, ich meine, wir bekommen 3% von Ihrer ausbezahlten Summe. Ah, so also, funktioniert das, so provisionstechnisch, so funktioniert. Wa? Ganz genau, alles ist mit Zinsen verbunden und wenn wir zum Beispiel dieses Bonus ohne sowas gegeben, dann bringt das auch nichts, ja? Nee, mit, die 500, Firma muss ja auch von irgendwas leben. Menschenhandel alleine lässt sich das ja nicht finanzieren, ne? Ja, genau, also wenn Sie zum Beispiel von Bank Geld auszahlen lassen, ja bitte, Bank bekommt doch auch seine Zinsen. Nee. Das funktioniert wenn doch. Ich bei meiner Bank wenn Sie Geld zum Beispiel, abhebe, dann muss ich dafür überhaupt nichts bezahlen. Machen wir, also ich habe eine Frage bitte. Wenn Sie mit Ihrer Karte gehen zur Kasse und holen Sie Geld, also von, sagen wir mal so, Sie haben Commerzbank und Sie gehen an Sparkasse. Ja, das ist ja aber was anderes. Zinsen? Wenn ich zu einer anderen gibt Bank doch. Gehe, kostet das Geld. Genau, und wir sind andere Bank und Sie sind andere Bank. Können Sie doch das so vorstellen? Ach, ihr habt eine Banklizenz, das ist ja klasse. Ja, wir haben alles, was also brauchen. Also ohne diese Lizenzen und sowas, wir hätten auch nicht funktioniert so lange. Was habt ihr denn für eine Lizenz, sag mal? Also, wir sind Handelsplattform und wir haben diese Lizenz, mit also was mit Handel umgeht. Ja, aber wie heißt das denn? Und wo ist das registriert? Das ist auf die Börse registriert, bitte. Und auf der jetzt, Börse. Die Börse ist genau. privatwirtschaftlich Groß. Und Lizenzen Allgemein. Werden von staatlichen Stellen erteilt. Genau. Und deshalb arbeiten wir in London. Wir haben londonische Lizenz. Aber das gehört zu, eine also das ist auch. Londonische Lizenz? Also. Also ich glaube nicht, dass London eine eigene Bankenaufsicht und einen eigenen Finanzminister ich meine, hat. Nein. Finanzminister. Ist nichts, hat nichts damit zu tun. Na doch, die verteilen doch die Lizenzen für die Bankenaufsicht. Okay, so lassen wir das jetzt so. Jetzt bitte, ich habe eine Frage. zum Beispiel, haben Sie Visa oder Mastercard? Ja, damit na klar, wir weiterkommen. Ich bin Pirat, Alter, ich habe das alles. Haben Sie alles? Okay. Ja, nicht alles, dann, aber sehr viel. Sehr viele Möglichkeiten, okay. Haben Sie auch PayPal? Ja, klar, Alter, was willst du heute noch ohne PayPal? Ist, als wenn man ohne Unterhosen einkaufen geht. Man kann es machen, aber dann wird man rausgeschmissen. Okay, außer weil, bei Netto, da kannst du ja alles machen, was du willst. Ich sag's jetzt nicht, es hören Kinder zu. So, jetzt bitte, ich habe eine Frage. Ich auch. Jetzt, ich kann es Ihnen jetzt dabei helfen, dieses 250 Euro zu investieren. Klar. Und ich kann auch dieses eingegebene Bonus zeigen. Machen wir das so, machen wir das mit dem PayPal weiter? Ja, auf jeden Fall. Aber ey, auf. Du musst mir unbedingt nochmal verraten, kann ich bei euch auch Aktien von den Piraten kaufen? Von was bitte? Von den Piraten? Was tut Piraten? Was meinen Sie? Ja, Piraten. Weil es ist ja lohnenswert, ne? Weißt du, damals, da haben wir ja, sagen wir, immer die englische Küste, sagen wir, mit Beutezügen überzogen. Aber heute segeln die Wikinger hier ums Kap von Nordafrika. Verstehst du das? Okay, also meinen Sie diese richtigen Piraten aus Karibien? Ja, natürlich. Weißt du, die machen so fette Umsätze, Alter. Und sag ich, Alter, komm hier, ich investiere mal ein bisschen aber in eine neue Breitseitenkanone. Und dann kriege ich was ab von der Prise. Verstehst du das? Okay, warten Sie ganz kurz, bitte. Ja, danke. Also, mit Piraten, also Piratenaktien gibt es bei uns nicht. Weil Schade. Es gibt überhaupt gar nicht, also Piratenaktien. Das ist schlecht. Seit 1800 etwas gibt es keinen Piraten mehr. Na doch, musst du mal, gib mal ein Piraterie Afrika bei Google, gibt das eh. Die bewaffnen nicht umsonst die ganzen Handelsschiffe, weil wir haben die so abgezogen. Okay, so. Jetzt bitte. Singst du mit mir, singst du mit mir das Piratenlied? Sei so nett. Ey, Kollege, jetzt piept das in der Leitung. Jetzt hat er aufgelegt.
Das Piratenlied ist zu viel. Keiner will mit mir das Piratenlied singen.